Mann mit FFP2-Maske kocht sich einen Kaffee. Der Mann geht in einen Büroraum, setzt sich auf einen Stuhl und tippt etwas in sein Handy. Ein Mann namens Robin tippt in sein Handy: Hey Wheelmap, gibt es im Theater Verdolmetschung in Gebärdensprache? Wheelmap antwortet: Tut mir leid, darauf habe ich leider noch keine Antwort. Ein Mann steht vor einem grauen Hintergrund und spricht in Gebärdensprache. Bisher war Wheelmap vor allem für RollstuhlfahrerInnen gedacht. Also zum Beispiel Rampen, ob auf der Toilette genug Platz ist, so zeigt es die App. Das wollen wir ändern. Ihr könnt uns dabei unterstützen, wie wir die App erweitern. Mehr Orte, mehr Arten von Barrierefreiheit. Ihr könnt uns dabei helfen, wollt ihr zum Beispiel barrierefrei Behördengänge erledigen? Wollt ihr ins Theater mit Verdolmetschung in Gebärdensprache, ins Kino mit Untertiteln auf Leinwand? So Sachen, sagt es uns in unserer Umfrage. Jetzt könnt ihr abstimmen, welche Orte zuerst drankommen, Behörden, Theater, ÄrztInnenpraxen, andere Orte? Klickt einfach auf den Link Umfrage teilnehmen und macht mit. Das war's, den Rest machen wir. Vielen Dank. Jetzt abstimmen auf www.sozialhelden.de/umfrage-wheelmap. Logo und Text. Dieses Projekt ist gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.